liebe Freunde und liebe Kräuter. So, der Stand der Dinge bei eurer Anushka. Es war ja so, dass ich die Wahl hatte bei der letzten Chemotherapie, genannt Helfertherapie, ob ich eine Woche oder noch länger aussetzen möchte, bis meine Blutwerte wieder in Ordnung sind, oder ob ich bereit bin, mir nochmal 3 Spritzen zu setzen zur Anregung der Produktion der weißen Blutkörperchen, die aber dann wieder entsprechende Nebenwirkungen haben könnten in Form von, ihr wisst damals, die schlimmen Krämpfe. Ja, die Wahl hatte ich und ich habe gesagt, nee, Augen zu und durch, du ziehst es jetzt durch, ob eine Woche später die Werte gut sind, hätte man nicht gewusst, dann hätte man es vielleicht 2 Wochen verschieben müssen. Und es war halt so, dass ich wusste, es ist dann die letzte, ne, die 12. Und ich wollte es dann noch einfach fertig bekommen, ne, dass man es dann zeitnah, so wie von der Schulmedizin auch vorgesehen, einfach durchzieht und fertig ist. Und habe gedacht, gut, mit den Nebenwirkungen, ich meine, das hat man schon alles erlebt in über 2,5 Jahren, da werde ich das wohl auch hinkriegen, sollten die Nebenwirkungen überhaupt kommen. Also habe ich ja gesagt, nee, machen wir jetzt heute die 11. Und ich spritze dann, sodass wir nächste Woche die 12. und letzte Therapie machen können. So. Und habe dann auch die Therapie gut vertragen und musste dann spritzen. 3 Abende hintereinander. Erster Abend kein Problem. Am zweiten Abend habe ich schon gedacht, das ist dann, ich spritze, und wenn, also abends, so ungefähr um 6 Uhr, und wenn ich mich dann ins Bett lege irgendwann, sobald ich dann liege, also dann kann das anfangen, ne? Und dann fing es so leicht an. Das fängt dann so in den Nieren an, Nierengegend, so Krämpfe, und zieht dann halt den Rücken ein bisschen hoch. Aber es war moderat, überhaupt nicht schlimm, ich brauchte nichts einzunehmen, also es war jetzt easy going, ne? Und dann den dritten Tag habe ich noch gedacht, oh Gott, jetzt, ne? Hab gespritzt und eine Stunde später habe ich gedacht, oh, okay. Es war nicht so schlimm wie an Muttertag, weil ich diesmal, ja, ich wusste, ich hatte ja damals notfallmäßig die Onkologin angerufen, abends am Muttertag, bevor wir uns in Richtung Krankenhaus aufgemacht haben. Und wusste hier jetzt Schmerzmittel der Wahl, Ibuprofen und eine Cortison. Und wenn das nichts nützt, nochmal eine Cortison, aber als Höchstdosis, also nicht mehr als 2. Das wusste ich ja. Und habe die früh genug genommen, Ibu und Cortison. Und dann ging es so eine Dreiviertelstunde. Und was ich halt gemacht habe, es war dann abends so um, weiß nicht, ab 21 Uhr, gehen. Ne? Also das hatte ich ja damals auch. Das ist wie bei, ich weiß nicht, bei Pferden oder so, ne, wenn die eine Kolik haben, die fühlt man ja auch am Halfter immer rum. Immer gehen, gehen, gehen. Und so ist das hier auch. Ne? Nur natürlich Anushka ohne Halfter, selbstverständlich. Und dann wirklich in meinem Zimmer, ne, mein Zimmer, die Tür auf zum Flur und dann aber flott, ne, nicht so langsam, es nützt nichts. Flott, ne, richtig gehen, ne, hin, her, hin, her. Die Jungs saßen immer und standen um mich rum. Ich habe gesagt, geht doch ins Bett. Nein, wie gesagt, wir lassen dich jetzt hier nicht alleine. Einer ist immer da, und bis es besser wird. Und wie gesagt, ich hatte dann eine Cortison genommen und ein Schmerzmittel, und nach einer Dreiviertelstunde wurde es wieder schlimmer. Dann habe ich die zweite Cortison genommen und immer tuk, 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 hin und her, ne, im flotten Schritt. Und habe dann gemerkt, so um, ich weiß nicht, 23 Uhr oder 24 Uhr, ich weiß nicht mehr genau, in der Nacht, jetzt wird es besser. Aber wirklich auch mit der Bewegung, ne? Also das war ganz entscheidend. Also sobald ich mich hingesetzt habe, wurde es wieder schlimmer, ne, irgendwie. Also mit der Bewegung war es echt sehr gut, ja. Und dann habe ich mich ins Bett gelegt, habe ein bisschen gewartet und habe gesagt, ihr könnt schlafen gehen, es klappt. Ist alles okay jetzt, so kriege ich die Nacht gut rum. Bin auch dann eingeschlafen, war alles gut. Und habe gedacht, so, jetzt muss das nur noch gut genützt haben. Ne? Ja, und dann war ja Tage später wieder quasi die letzte Therapie. Und die nehmen ja dann Blut ab. Und die Werte waren richtig gut hochgegangen. Also Leukozyten hatte ich ja in der Woche vorher, ich glaube, bei um die 3,2 oder sowas, 2,8, also sehr niedrig. Und die waren jetzt bei 9,1 oder 9,2, also durch die Spritzen ziemlich hochgegangen. Hämoglobin war auch besser geworden. Es wurde jetzt immer wieder gesagt, Eisenmangel, Eisenmangel, das wird selbstverständlich auch untersucht. Ich habe keinen Eisenmangel,
Ja, also wenn der Hämoglobinwert unten ist, muss das, es kann, es ist oft ein Eisenmangel, aber nicht immer. Bei mir ist es bedingt durch die Therapie. Und auch der Wert ist wieder hochgegangen, etwas, nicht viel, aber etwas. Also es erholt sich jetzt auch im Laufe, wenn man eben mal keine Therapie bekommt. Ne? Also es war dann so, dass ich um 10 nach 8 wusste, okay, die letzte Therapie dieser Therapie, ja, diese Chemotherapie kann jetzt dann gemacht werden. Und dann war noch das ganz Interessante, viele von euch kennen das, das ist, glaube ich, wegen dem Cisplatin. Also sobald klar ist, dass die Therapie gemacht werden kann, muss man sich auf die Waage stellen. Ne? Und die notieren dann den Wert. So, und dann sitze ich ja mit meinen, weiß ich nicht, 8, 9 Beutelchen oder wie viele es sind, sitze ich 5, 6 Stunden, bis alles durchgelaufen ist. Und danach wird man wieder gewogen. Und ich hatte tatsächlich 4,9 Kilogramm mehr innerhalb dieser 5, 6 Stunden. Das ist schon eine Hausnummer, obwohl man zwischendurch auch auf die Toilette geht. Und dann, aber der Körper hält das so fest und speichert das so. Und durch das Cortison, was man ja auch hochdosiert bekommt, ist man natürlich auch aufgeschwemmt, ne, auch all die Monate. Das kannst du nicht verhindern. Es gibt Heißhungerattacken, das Cortison schwemmt sowieso. Aber ich meine, von was reden wir hier, ja? Man will überleben. So, 4,9 Kilogramm mehr, das heißt, ich musste dann auch Wassertabletten mit nach Hause nehmen. Dann muss man immer nach der Therapie Urin auch abgeben. Da wird der pH-Wert gemessen, der war dann bei mir auch nicht in Ordnung, das war schon einige Male. Dann bekommt man immer so ein Drink, der nicht gut schmeckt, ne? Es ist aber so ein Blasenschutz, den wirkt man dann auch noch runter und denkt, boah, ne, was da alles, was man alles machen muss und mitmacht, aber wie gesagt, ne, man weiß ja für was. Das dann auch. Und ja, und dann konnte ich wieder nach Hause und hatte im Prinzip die letzte dieser ganzen, dieses Cocktails hinter mir. Und ich war wirklich froh, dass ich so durchgezogen habe. Ach übrigens, was mir gerade einfällt, das habe ich total vergessen. Ich bin ja heute pink. Das wollte ich eigentlich am Anfang noch sagen, habe das total vergessen. Ich habe mich heute mal meinen Kopf pink gemacht, wobei mir das nicht so gut gefällt. Ich muss sagen, am besten hat mir das blau gefallen. Aber gut, passend zum T-Shirt und ja, ist mir gerade erst eingefallen. Alles gut. Wenn euch das gefällt, gebt mir gerne ein Like für das Video. Müsst ihr aber nicht, ihr könnt auch abonnieren, ihr könnt mir auf Instagram folgen, da freue ich mich, da werde ich auch nochmal ein pinkes Bild hochladen und auf Facebook, ich gucke mal. So, jetzt bin ich natürlich wahrscheinlich wieder ganz raus, nein, ich bin froh, dass ich so durchgezogen habe, auch mit den Spritzen, die Schmerzen und so, Krämpfe, das ist nachher auch vergessen, ja, und alles gut. So, und wie es jetzt weitergeht, ist folgendermaßen, ich habe Mitte August das nächste Staging. Das heißt, da wird eben CT-Körper gemacht, MRT-Kopf, Mitte August. Und dann wird mit dem Onkologen oder den Onkologen besprochen, wie es weitergeht. Abhängig von diesem Befund. Mir geht es aber gut, also weiß ich jetzt nicht, aber muss man halt gucken. Angedacht ist mal diese sogenannte Erhaltungstherapie, also eine sehr niedrig dosierte Chemotherapie, die eben diesen Zustand jetzt erstmal weiterhalten soll. Ob da vielleicht doch nochmal eine Immuntherapie dazukommt, das weiß ich jetzt so nicht. Die hat ja bei mir nicht ganz so gegriffen, wie sie bei manch anderen wirkt. Also wir hatten uns da mehr von versprochen, aber muss man mal besprechen. Also das dauert ja auch noch ein bisschen. Und bis dahin, und das hatte ich in den über 2,5 Jahren noch nie, bin ich tatsächlich ohne Therapie. Also ich hatte immer von, also die Diagnosestellung war im Januar 18 und Anfang Februar bekam ich meine erste Chemotherapie. Und seitdem war ich noch nie ohne Therapie. Entweder war ich im Krankenhaus und habe da irgendwas bekommen oder ich habe Bestrahlung bekommen, verschiedener Art, oder eben Helfertherapie oder ich immer, ja, also es gab keine 3 Wochen, wo ich mal nichts hatte, ne? Und jetzt 5 Wochen kann sich mein Körper mal richtig erholen, ja, das Blut kann sich erholen, mein Körper kann sich erholen,
Und ich freue mich ja drauf. Es ist für mich ist was ganz Neues. Ne? Und deswegen auch, mein Hirn sprudelt über vor Ideen. Ne? Und ich hatte das ja schon ein paar Mal angedeutet, dass ich ein bisschen was für ein berufliches, neues, altes Standbein ins Leben rufen möchte. Da gibt es aber ein separates Video zu. Und ja, das ist jetzt auch hieraus so ein bisschen entstanden, weil ich halt jetzt Pause habe und werde mich dadurch mit Sicherheit auch fitter fühlen wieder, weil, also ich muss sagen, die Therapie hat mich jetzt so nach 10, 11, 12 Mal schon auch mitunter an meine Grenzen gebracht. Ne? Also, wobei ich immer noch sagen muss, hey, mir geht es für das, was alles war und ist und super gut, ja, also ich habe jetzt, ich weiß nicht, 45 oder mehr Chemotherapien gehabt, ohne Pause. Ich habe fast 50 Bestrahlungen gehabt. Ich habe 18 Immuntherapien gehabt. Und zwar in 2,5 Jahren, nicht in 10 Jahren. Und das ist schon, dafür finde ich, geht es mir gut. Ja, also ich kann es nicht anders sagen. So, und wie gesagt, es gibt noch ein separates Video über das, was ich vorhabe. Und ja, ich bin ganz gespannt, wie euch meine Idee gefällt. Und das wird auch nicht lange dauern, bis ich euch da eben was Genaueres drüber erzähle. Und da freue ich mich total drauf. Und deswegen passt das auch, dass die Therapie jetzt einfach vorbei ist. Ne? Da kann ich, da habe ich noch mehr Kraft, ne? Weil sonst, wie gesagt, dieses Fatigue-Syndrom, dass du eben erschöpft bist und so, das dürfte dann jetzt eben auch mal wegfallen. Ne? So, ja, im Grunde genommen, ich werde weitere Videos machen, was unheimlich gut angekommen ist, das hätte ich gar nicht gedacht, das sind die Empfehlungen meinerseits. Also, ich habe da immer gedacht, nee, kannst du nicht so, klar, zwischendurch habt ihr mich ja auch mal angeschrieben, hör mal, was nimmst du denn oder so jetzt im Laufe der Jahre, ne? Aber ich habe mir gedacht, nee, kannst du nicht so anpreisen oder nee, immer so, aber das hätte ich jetzt so nicht gedacht. Also, ihr seid da wirklich dankbar und freut euch auch darüber, wenn da so eine Empfehlung kommt. Ne? Deswegen, ich habe da noch so ein paar andere, was heißt Ideen, das sind alles Sachen, die ich wirklich selbst ja, ausprobiert habe, nicht nur ausprobiert, sondern nutze. Ja? Und die ich wirklich vorbehaltlos, wo ich sagen kann, das kann ich nur empfehlen. Ja? Das mache ich ja auch im Freundes- und Bekanntenkreis, wenn ich gefragt werde und so. Also da stelle ich euch immer mal wieder was vor. Und kommt wohl sehr gut an, hätte ich gar nicht mit gerechnet. Ne? So, und ihr wisst ja, ich bin ja ein Sprüchetyp, ne? Ich liebe das ja. Und heute Morgen der Spruch des Tages, den fand ich echt gut, von Franz Kafka, ja. Der hat am besten für die Zukunft gesorgt, der für die Gegenwart sorgt. Ja, und das ist auch richtig, ne? Was in der Zukunft ist, wissen wir nicht, aber wir können natürlich gewisse Weichen stellen. Ja, und die Zukunft hat nun mal die Wurzeln in der Gegenwart. Und wenn wir in der Gegenwart weitgehend, wir haben natürlich nicht alles, wir können nicht alles beeinflussen. Wenn wir das könnten, wären wir alle nicht krank, ne, wenn wir krank sind. Aber wir können zumindest mal in der Gegenwart gut für uns sorgen. Und das sind dann die Weichen für die Zukunft. Ne? Und das ja, versuche ich auch wirklich jeden Tag, dass ich... wenn es geht, ne? Man schafft das nicht immer, aber dass man so über Tag wirklich was für sich tut, was einem gut tut und das ist dann eben wirklich auch schon für morgen. Ne? Weil wenn ich gucke, dass es mir heute gut geht und dass ich mir irgendwas, was mir Spaß macht, Freude macht, für mich tue, auch für andere tue, dann habe ich damit auch schon irgendwie für morgen vorgesorgt. Ne? Also das habe ich immer wieder festgestellt. Es funktioniert natürlich nicht immer. Ja? Das ist auch ganz klar. Ne? Aber wer für heute vorsorgt, hat auch für morgen ein klein wenig vorgesorgt. So, ihr Lieben, ich freue mich auf euch. Ich bin ganz gespannt auf eure Resonanz insgesamt. Und lasst es euch gut gehen. Wir sind füreinander da, wir Kräuter, wir halten zusammen, das müssen wir und das werden wir. Und ich mag euch total gerne, wirklich, eure Kommentare, die sind so klasse, da geht mir immer das Herz auf, denke ich, oh, so süß, ich könnte da wirklich reinkrabbeln und euch alle drücken. Das geht natürlich nicht, aber virtuell geht das.
Und fühlt euch ganz herzlich von mir umarmt. Ich bin bei euch, egal bei wem. Ich denke an euch. Ihr schreibt mir immer viele Schicksalsschläge. Ich versuche wirklich alles zeitnah zu beantworten und gut zu beantworten. Und hoffe immer, dass ich euch irgendwie helfen kann, Trost spenden kann. Irgendwie. Auf jeden Fall niemals aufgeben. Niemals. Das ist immer ganz wichtig. Ja, wir wissen nicht, was kommt, und nie aufgeben. Ja, so. Genug der vielen Worte. Fühlt euch lieb umarmt und bis sehr, sehr bald, ihr Lieben. Tschüss.